Diese Info ist jetzt für jeden Twitch-Zuschauer da draußen. Gleichzeitig kann es auch jeder Twitch-Streamer verwenden und seiner Community geben. Okay, Leute, bringen wir es hinter uns, weil ich bin schon ein bisschen, ich möchte mir das ehrlich gesagt von der Seele reden, ja. Story Nummer 2. Und wie gesagt, ich habe diese Situation, so eine ähnliche Situation gehabt vor einem Jahr. Da wollte ich damals schon ein bisschen ein Statement dazu bringen. Aber jetzt ist die Situation wieder aktuell und jetzt haben wir gedacht, okay, diese Info ist jetzt für jeden Twitch-Zuschauer da draußen. Gleichzeitig kann es auch jeder Twitch-Streamer verwenden und seiner Community geben. Denn es gibt Leute in Communities, die wollen einen unterstützen. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen gut. Es gibt Leute, die kommen rein, sind im Lurk, das ist unterstützen, ist okay. Das ist super. Es gibt Leute, die beteiligen sich im Chat. Super. Es gibt Leute, die machen im Stream mit. Super. Danke, danke, danke. Dann gibt es Leute, die raiden einen. Super. Perfekt. Zu guter Letzt gibt es Leute, die machen Subs, die machen Bits, die machen Donations, also alles Finanzielle. Und speziell an die Leute, die diese finanziellen Sachen machen, für die ist das jetzt da draußen. Ich glaube, es ist keiner gerade im Stream, ja, weil den ich direkt jetzt im Stream anspreche, der wahrscheinlich jetzt da ist. Ich werde auch keinen Namen sagen, aber es sollte sich jeder mal zu Gemüte ziehen, was so eine Unterstützung aus Sicht des Streamers ist. Ja? Das ist vollkommen geil, wirklich. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Euro, für jeden einzelnen Sub, für jeden einzelnen Bit, weil ihr habt euer Geld genommen und in diesen Stream hinein investiert, weil ihr den Content feiert, wenn ihr den Streamer feiert, wenn ihr vielleicht diesen Content weiterhin haben wollt, vielleicht in verbesserter Form, verbesseres Equipment, andere Arten von Content. Dafür ist dieses Geld. Dieses Geld ist nicht dafür, dass ihr am Stream, außer es gibt diese Möglichkeit, wenn ich sage, hey, investiert 10 Euro und dann spielen wir das, ja, wenn das wer macht, okay, aber ihr habt keine Rechte für diesen Stream oder keine Rechte an diesen Streamer. Ich weiß, viele denken sich jetzt, es ist ganz normal, ja, für viele ist es leider nicht normal. Ich habe in die 2,5 Jahren oder jetzt sind es wieder, ja, sind sagen wir mal 2,5 Jahre, ist ja wurscht, habe ich sehr viele Nachrichten schon bekommen von diversen Leuten, 90% sind eh nicht mehr da. Mach was für dein Geld. Auch so eine Nachricht, wo ich immer so... Solche Nachrichten bekommt man. Und für die Leute, die sollten... Also, erstens mal sind das Leute, die... Machen wir ein Video. Diese Leute, die sowas schreiben, haben wahrscheinlich noch keine einzige Sekunde in ihrem Leben gestreamt. Oder ziemlich sicher noch keine einzige Sekunde. Denn ein Stream kann ausfallen. Ja, es ist so... Wow. Und was ich auch immer... Oder immer höre, dass sich Leute darüber aufreden, dass ich irgendwas im Chat überlese. Dass du mich überliest, obwohl ich dir donate, obwohl ich dir Subs hier mache, Geschenksubs und was ist der Gott was alles. Das ist ein super Gefühl, wenn einer jetzt 10 Subs raushaut. Ja? Der wird vielleicht auch in dem Moment extra gelobt werden und sagen, hey, danke. Danke, geil, du kannst mir jetzt vielleicht ein neues Mikro ermöglichen. Aber im nächsten Stream sind wieder alle gleich. Ob der Lurker da ist oder der, was 10 Subs gemacht hat im letzten Stream, es sind alle gleich, Leute. Man kauft sich keine Rechte. Und das verstehen leider viele Leute da draußen nicht, dass man sich auf Stream, auf Twitch hier keine Rechte kauft. Egal, ob das jetzt ein Männlein ist bei irgendeiner weiblichen Streamerin, der sich danach was erhofft. Und genauso gibt es auch in männlicher Form oder Streamer für Streamer. Hey, ich donate den mal, vielleicht raidet er mich ja mal. Hey, der raidet mich nicht. Was ist denn das für ein Asi? Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Auf Twitter sehe ich das, dass das halt allgemein ein Problem ist, dass sehr viele Streamer, die das sogar hauptberuflich machen, nicht mal die sollte das betreffen und mich schon weniger. Ich bin Vollzeit arbeitstätig, das heißt mindestens 40 Stunden. Viele von euch machen das genauso und die kommen nach diesen 40 Stunden heim und denken sich, oh, was für ein Tag, ja? Anstrengend, einfach nur auf die Couch liegen, Fernsehen, let's go, ja? Ja, okay, verstehe ich. Habe ich auch manchmal, aber ich stream halt nachher noch. Ich mache das gern. Ich mache das halt gern. Aber wenn ich halt dann so Nachrichten bekomme, so wie halt vorher schon erwähnt, dann kotzt mich das halt so richtig, richtig an. Und genau die Leute sind halt die, die was sagen so, oh, das Leben ist so hart und was ist der Gott? Sie haben uns alles ausgesucht im Prinzip, ja. Und so habe ich mir das auch ausgesucht, dass ich da nach meiner Normaltätigkeit, nach meinem Papa-Dasein noch streamen möchte. Wenn man dann sowas liest, da kriege ich solche Kabeln. Ja? Für alle Streamer da draußen auf jeden Fall, schau, jeder Stream hat so seine
Cash Cows. Ja, so nennt man halt Leute, die halt überdurchschnittlich viel Geld in einen Streamer oder in einen Stream investieren. Ich habe meine Cash Cows. Cash Cows gibt es vielleicht auch ein schöner Name, ne? Aber so nennt man das halt einfach, ja? Ich hatte mehrere, viele sind weg, viele sind neu dazugekommen. Das ist auch vollkommen okay. Aber ein Tipp an jeden Streamer da draußen, wenn er so eine Cash-Cow hat, speziell an die weiblichen Streamerinnen da draußen, man sollte sich mal überlegen, grundsätzlich gibt es dahinter Gedanken. Und es gibt wirklich nur einen Bruchteil, die das wirklich aus reiner Überzeugung, aus reinem Supportgefühl oder dergleichen machen. Das ist ganz wenig und die sollte man sich im Stream behalten. Klar, alles andere gleich mal vorweg. Und das, den Fehler habe vielleicht auch ich manchmal gemacht, ja. Mal überlegen, warum der das macht oder die das macht. Ist ja wurscht, gibt es ja in beide Richtungen. Und wie sich diese Person dann im Stream verhaltet. Ja, es gibt dann die Leute, die so ein bisschen aufmucken, ja. So ein bisschen mit dem Geld ein bisschen posen und so weiter. Und ey, das machen wir so und das machen wir so. Also man merkt das schon im Stream dann auch, wer diese Leute sind und was sie für Vorhaben haben. Und ich denke, man sollte dann ziemlich bald auch sagen, dieses Statement, was ich heute gemacht habe, gleich mal so sagen, bin dir dankbar für deine Spende, aber wenn du glaubst, du kannst da aufmucken, bist genauso weg wie jeder andere auch. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man das vorher abstimmt. Ich weiß, dass es ultra geil ist, wenn einer reinkommt und Krisi ist jetzt da im Stream, 243 Abos. Giftet. Das ist ein ultra, ultra geiles Gefühl. Ja, ist wirklich nett und ich bin über alles dankbar. Oder 45 Bits spendet. Ich war noch nicht mal fertig, okay. Ciao, jeder Mensch, ich verurteile das nicht mal. Hey, ich bin käuflich, grundsätzlich. Wenn einer herkommt und sagt, ich biete dir eine Million Euro, mach 10 Hampelmänner, mach ich's. What the fuck, werde jetzt nicht machen. Also jeder Mensch ist käuflich, jeder hat nur einen anderen Preis. Wenn aber da einer herkommt mit ein paar Gifted Sub und glaubt, er kann mich kaufen, sorry. Dann muss er leider zum nächsten Stream weiter und dort probieren und sich aufmocken. Ich sehe hier Buchstaben vor mir. Nein, ja, wirklich, ich sehe Buchstaben vor mir. Es gibt Emotes dazu, klar, die drücken Emotionen aus. Wenn ein lachendes Smiley da ist, kann ich mir denken, okay, hat's nicht so ernst gemeint. Wenn ein Kappa dahinter steht, okay, Ironie, alles gut. Aber es gibt Nachrichten, wo kein Smiley dazu ist. Das ist emotionslos. Ich lese den Text so, wie ich ihn gerade vor mir sehen habe und meiner aktuellen Emotionslage fasse ich diesen auch auf. Bin ich gut drauf, werde ich ihn lustig auffassen. Bin ich nicht so gut drauf, werde ich ihn nicht gut auffassen. Ja? Und das müssen auch die Chatter im Chat akzeptieren und verstehen, dass man gewisse Sachen vielleicht auch falsch auffassen kann. Aber man kann doch einfach dann sagen, hey, war ein Spaß, hatte ich nicht so gemeint. Aber dann so wie eine kleine Prinzessin dann sagen, okay, oha, hier wird kein Spaß verstanden, dann gehe ich gleich. Ja, Alter, dann hast du dann viel Spaß in der großen, weiten Welt da draußen. Das ist überall so. Wenn man Angesicht zu Angesicht steht, dann ist das alles sowieso hinfällig, ja, weil dann trauen sich eh viele nichts. Aber so im Chat, so im Internet so ein bisschen Rambo spielen und dann fasst man das halt vielleicht falsch auf. Ja, das kann ich leider nichts dafür. Aber ich kann doch genauso sagen, hey, okay, falsch aufgefasst, shit happens, alles gut wieder. Und ich kann zu 90% wirklich differenzieren, ist es aus Spaß gesagt worden oder ist es schon ernst? Weil wenn man von 10 Nachrichten 5 hört so, ja, mach da auch mal was für dein Geld und hey, jetzt hast du schon wieder die Woche nicht gestreamt, ja. Und das von Leuten höre, die es nicht mal schaffen, an den Streams da zu sein, jetzt einen Monat vielleicht ein bisschen aktiv dabei gewesen sein, ja, von 2,5 Jahren und dann schon aufmucken. Okay, Ende. Das war's. Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin raus, gute Nacht. Nein, Spaß. So, also, genug Real Talk heute. Dicker Schmarzer gehen raus an alle Leute, die jetzt noch immer da sind, mich jetzt lang genug zugehört haben und mich trotzdem unterstützen. Dicker Schmatter geht raus. Trotzdem werde ich Streams ausfallen lassen, weil ich halt gerade nicht kann oder keinen Bock habe. Trotzdem werde ich Nachrichten überlesen. Also, Schnauze, Paul.